unser Thema heute? Finanzstabilität. Langweilig. Stimmt, zum Glück. Denn wenn Finanzstabilität herrscht, funktioniert das Finanzsystem einwandfrei. Unternehmen und Haushalte erhalten Kredite, Sparer gute Anlagemöglichkeiten und auch der Zahlungsverkehr läuft wie am Schnürchen. Sag ich ja, langweilig. Wart's ab! Denn Schocks, also unerwartete Entwicklungen, können die Welt ganz schön erschüttern. Und dann? Naja, ein stabiles Finanzsystem funktioniert auch in solchen Zeiten. Unternehmen kriegen weiterhin Kredite und dein Lohn fließt sicher auf dein Konto. Ha, alles halb so wild. Und das ist sie schon, die Finanzstabilität. Schön wär's. Etwas genauer hinschauen sollten wir schon. Aha, wird's doch noch spannend. Ja, ja. Die Banken sind untereinander vernetzt. Sie gewähren sich gegenseitig Kredite. Liquidität fließt also dahin, wo sie gebraucht wird. Dies stabilisiert das System. Doch dafür braucht es Vertrauen und genügend Eigenkapital. Je mehr Eigenkapital eine Bank aufweist, desto widerstandsfähiger ist sie und umso mehr Verluste können aufgefangen werden. Das soll spannend sein. Pass auf! Weil sie vernetzt sind, kann sich ein Schock schnell im Finanzsystem ausbreiten. Aha. Verluste der einen Bank können sich zur anderen Bank übertragen und das gesamte Finanzsystem erfassen. Viele Banken sind nun darauf bedacht, ihr Eigenkapital zu schützen, etwa indem sie Risiken begrenzen. Als Folge kann die Kreditvergabe stocken. Das Finanzsystem funktioniert nicht mehr einwandfrei. Darunter leiden letztlich alle. Und die Wirtschaft kann in eine Rezession fallen. Okay. Die Finanzstabilität kann übrigens auch gefährdet werden, wenn eine der betroffenen Banken sehr, sehr groß ist. Oder es geht uns sehr lange sehr gut. Doch positive Entwicklungen sorgen dafür, dass wir die schlechteren Zeiten vergessen. Wir werden zu optimistisch. Chancen werden überbewertet und Risiken unterschätzt. So können Vermögenspreisblasen entstehen. Plopp. Genau, denn wenn zu viele mitinvestiert und sich dafür verschuldet haben und dann ein Schock eintritt, wird es ein sehr lautes Plopp, weil alle gleichzeitig betroffen sind. Und schon kann die Finanzstabilität gefährdet sein. Autsch. Aber eben, weil wir dies ja alles wissen, überwacht und bewertet die Bundesbank präventiv mögliche Gefahren für die Finanzstabilität. Sie beobachtet, ob Kredite zu leichtfertig vergeben werden, ob zu viel Optimismus dazu führt, dass Risiken unterschätzt werden, ob einzelne Banken das System gefährden und bewertet insgesamt die Widerstandskraft des Finanzsystems. Sie sensibilisiert für Risiken und sorgt zusammen mit anderen Institutionen dafür, dass Banken über genügend stützende Eigenkapitalpuffer für Krisenzeiten verfügen. So trägt die Bundesbank dazu bei, dass unser Finanzsystem stabil und langweilig ist. Genau, zum Glück.